Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Eher gesagt eine Entdeckung, die wir jetzt gleich machen werden. Und zwar habe ich in Gießen, also wir sind gerade in Gießen und wir sind genau unter der Konzerthalle und ich habe hier so einen Raum entdeckt. Ich war da jetzt noch nicht wirklich gucken. Es ist auf jeden Fall mega dunkel da drin und alleine traue ich mich definitiv nicht da rein. Deswegen habe ich mir jetzt Verstärkung geholt mit dem Isaac. Und wir werden da jetzt zusammen reingehen. Isaac, ja. Ich habe so Angst. Okay, ich würde sagen, du hältst die Kamera, ich nehme die Taschenlampe. Okay, das klingt gut. Es ist so gruselig. Anja, sollen wir es wirklich machen? Ich habe so Schiss. Und ich stehe noch vorne. Da steht ein Stuhl, da fehlen welche. Und es ist alles voll staubig hier. Also Leute, damit ihr wisst, ne, wir dürfen eigentlich hier nicht rein. Deswegen hoffe ich, dass uns jetzt keiner hier erwischt. Sonst kriegen wir richtig Ärger. Auf jeden Fall safe. Oh Gott. Ach du Scheiße. Kann man dann nur durchgehen? Hey, lass mal gucken. Auf? Ja, lass mal gucken gehen. Ich will erst mal gucken. Oh, wonach sieht's denn aus? Oh, ich hab Angst. Ach du Scheiße. Guck mal. Anja sieht aus wie eine Kegelbahn. Wie eine sehr, sehr alte Kegelbahn. Stimmt. Zum Benutzen, ne? Damit das angeht. Ich kenne mich leider nicht damit aus, aber es sieht sehr alt aus. Ich will gar nicht wissen, wie lange das schon hier nicht benutzt worden ist. Oh mein Gott. Boah, das ist. Guck mal, wie dunkel das einfach ist. Man sieht gar nichts. Nichts. Leute, ich hab so Schiss. Also ich liebe ja dieses Spuken und bla, aber. Nee. Ist sie auf? Ach du Scheiße. Ist sie wirklich auf? Oh mein Gott, Anja. Boah, wie alt das ist, ne? Lass mal da hinten hingehen. Komm mal hinter mir, bleib mal direkt hinter mir, ich hab Angst. Oh mein Gott, was war das? Ach du Scheiße. Anja, das war nur die Tür, entspann dich. Hey, ich stehe mitten im Raum. Ich glaube, die ist jetzt erst zugefallen. Mein Herz, ne? Oh Gott. Das riecht auch noch so alt hier, ne? Also wirklich jetzt, es ist, man riecht richtig, dass das schon sehr alt ist. So riecht so vermodert. Man sieht das auch, allein schon hier an diesen Geräten, wenn man das heutzutage vergleicht, was es schon für moderne Dinger gibt, so. Schon krass. Meinst du, der Raum wird noch genutzt? Also zum Kegeln nicht, glaube ich. Vielleicht zum Lagern oder so. Guck mal, hier sind noch die Tafeln. Das sieht hier aus wie so ein, wenn du so die Tafel anguckst, sieht das aus wie so ein alter Klassenraum, ne? Ne? Krass, oder? So richtig alte Heizungen. Guck mal, hier steht noch. Vom Spiel. Guck mal, Isa. Ist die Tür auf? Guck mal. Ey, was ist das denn? Ich kann es gar nicht. Ich versuch mal reinzukommen. Alter, die ist wirklich auf. Scheiße. Wir müssen leise sein, bevor jemand noch merkt. Ich höre, ich zitter am ganzen Körper. Oh. Oh mein Gott, das ist so alt. Oh nein. Und so scheiße. Gruselig. Oh, ein Jahr, nicht schon wieder. Oh. Boah, wie alt das ist. So machst du das jedes Mal mit mir. Ich hab Angst. So Leute, ich sag's euch, wie es ist. Guck dir das mal an. Das ist so krass hier, ne? Boah, was? Ich dachte, das wäre echt. So ein toter Vogel. Guck mal, das sieht echt so aus. Krass, ne? Richtig krass. Guck mal. Ganze Wälder. Meinst du, das hat irgendwas mit Tieren zu tun? Stimmt. Irgendwelche Symbole von der Stadt oder irgendwelche Merkmale der Stadt. Das sieht auf jeden Fall richtig crazy aus. Kloster Andechs. Andechs. Da steht gar nichts. Guck mal, wie alt die Lampen einfach sind. Sieht aus wie in so einem Film, ne? Ja. Ach,
du Scheiße. Alte Schrift. Wurde sogar richtig so eingeritzt. Guck mal. Boah. Das schon alles ab hier. Ach du Scheiße. Ja. Ja, lass zurück, bevor wir neue Ärger kriegen. Scheiße. Sorry, Leute, für diese Unterbrechung. Wir wurden aber gerade gerufen und wir haben auch ein bisschen Ärger bekommen, weil wir da gar nicht rein dürfen. Ja, aber egal, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall war es mega gruselig, aber auch extrem spannend, finde ich. Wie fandest du es? Also ich fand es auch sehr aufregend, ja, das mal so selber mitzuerleben und zu sehen, so wie man so einen Adrenalinschub kriegt. Und ja. Und man sieht das immer halt in Videos und so. Also ich gucke sowas voll gerne. Und dann, wenn man selber in so einem alten Ort, so einem alten Ort ist, dann ist das nochmal irgendwie viel krasser. Also das Gefühl ist einfach so, ist alles dunkel, alt. Es ist auch voll spannend, weil es halt so alt ist. Man sieht halt so, wie früher die Leute gelebt haben oder wie früher eine Bowling-Kugel-Dingsbahn aussah. Und es war auf jeden Fall krass. Also wir werden auch, also Isaac und ich werden auch in jeder Stadt, wenn wir mal schauen, was es für Orte noch geben wird. Vielleicht finden wir ja den ein oder anderen alten Ort, der nicht benutzt worden ist. Und falls wir da noch was entdecken sollten, dann filmen wir für euch das natürlich auch mit. Wenn ihr das weiterhin sehen wollt, das ist, glaube ich, eine coole Aktion. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und war ein bisschen unterhaltsam und ja, wir sehen uns zum nächsten Video, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.